hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu noch einem Video mit Lorik und Denise. Peace. Warum wir hier so komisch sitzen, wir machen heute unseren Beziehungstest. Ihr möchtet eure frische Beziehung, die jetzt seit 2 Wochen aktuell ist und öffentlich, testen. Und ich habe euch jetzt schon ein paar Fragen gestellt. Und es sind für jeden 6 Stück jetzt tatsächlich. Ja. Was glaubt ihr, wie ihr abschneiden werdet? Ich glaube, wir schneiden nicht so gut ab. Nee? Nee, ich glaube, meine Antworten kann Lorik nicht. Ja, ich bin guter Dinge. Ja? Was 7 von 6 werde ich erraten. Was ist denn, wenn ihr jetzt tatsächlich richtig schlecht abschneidet? Würdet ihr dann nochmal alles Schluss überdenken? Machen. Dann Schluss Ende. Machen, ja. Dann Schluss aus, Ende. Schon alles nochmal überdenken, ja. Ne? Ja. Okay. Macht gar keinen Sinn mehr dann. Okay. Ich frage jetzt erstmal Lorik, ne? Ich habe die Denise gefragt, wie viel Prozent eurer Beziehung aus guten Zeiten bestehen und wie viel Prozent aus schlechten Zeiten? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. gute Zeiten. Der Punkt ist, auch wenn bei uns irgendwas, wenn wir uns streiten, das ist sehr schnell und sehr stark, aber es ist so schnell wieder vorbei. Ja. Wir streiten uns meistens dann so abends und am nächsten Tag ist am Abend ist eigentlich nur alles wieder gegessen. Ja, das ist wichtig, dass man nicht schlafen geht mit Streit. Ja, nee, doch. 80-20. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Was glaubst du, was hat sie gesagt? 90 gut, 10 schlecht. Ah, sie war nicht so glücklich. Also nicht so positiv gestimmt, tatsächlich. Was hat sie denn gesagt? 80-20. Ja, ist ja nah dran. Ja. Bist du damit zufrieden, oder? Ja, geht noch. Ja? Okay. Alles noch im grünen Bereich. Das ist ja ihre Meinung. Meine Meinung nach ist 90 gut, 10. Was hat Denise dir zuletzt geschenkt? Jetzt bin ich gespannt. so Whitening Stripes aus Amerika. Ja. Aber er kriegt jetzt am Montag Call of Duty. Das weiß er aber noch nicht. Spielt er das gerne? Nee, ich hab dir meine Playstation mitgebracht, weil er kann die Playstation spielen und der will Call of Duty zocken. Der hat es aber noch nicht und ich hab's jetzt bestellt. Oh nee. Und es kommt am Montag. Aber dann hat er weniger Zeit für dich. Nee, der hat gesagt, er spielt das nur, wenn ich nicht da bin. Okay, dann ist gut. Ja, besser als ausgehen, ja, ne? Das ist ganz gut, das ist meine Playstation. Naja, und besser als ausgehen. Dass er draußen chillt. Ach so, ja. Schön zu Hause. Das ist wirklich gut. Ich hoffe dann sehr, dass der zu Hause ist. Ich glaube, ich kaufe meinem Freund auch eine Playstation. Okay. Idee. Ja, hat er so gelbe Zähne oder was? Nee, aber der feiert die voll und ich weiß, dass der immer davon geredet hat, ja, dass sie so gut sind, aber die sind in Deutschland nicht erlaubt. Und ich war ja jetzt gerade in Amerika und dann dachte ich mir so, bring ich den mit. Bringen die was? Die sind richtig gut. Sind, glaube ich, nicht so gut für die Zähne, aber die sind super. Okay, Hauptsache wir sehen gut aus. Was hat er dir zuletzt geschenkt? Einfach nur mal so Interesse halber. Was hat er mir zuletzt geschenkt? Du, so, er hat mir noch nie was geschenkt. Das Armband. Das Armband? Das Armband. Das ist aber schon ein bisschen länger her, ja, ne? Wirklich? Nicht mal Blumen oder so zwischendurch? Nee, der schenkt keine Rosen. Der schenkt auch keine Blumen. Oh. Ja, finde ich auch doof. Ja. Finde ich wirklich richtig kacke. Kann er ruhig mal machen. Schreibt ihm das alle. Danke. Schreibt ihm das alle. Das waren mehrere Sachen. Mhm. Aber, also, das war so eine Tragetasche mit Chips und Süßigkeiten. Ja, was war da noch drin? Und White Strips. Ja. 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 Hast du es schon benutzt? Ja. Ja. Ist gut? Ist okay. Ja. Er hat die empfohlen. Oh, ich glaube, ich sehe aus wie ein Engel. Guck mal, hinter mir ist diese Lampe. Ja, stimmt. Ja, das ob das so gut ist. Ist das gut oder nicht? Ja, natürlich. Ja? Ah, ist heiß. Okay, scheiß drauf. Also. Der spielt auch mit. Was? Der spielt auch mit. Und der Hund? Der sitzt auch mit Rücken zu mir. Warte mal ganz kurz. Wie war sein Name nochmal? Rolex. Rolex. Was ist die Lieblingsfarbe von Rolex? Pass. Nein. Weil du meintest, er spielt auch mit. Wie lautet ihr jetziger WhatsApp-Status? Eine Pizza. Eine Pizza? Ja. Okay, warum?
Magst du gerne? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Ja? Ja. So nährhaft, ne? Es ist so lecker. Ist so gut, es gibt auch einem so viel. Vitamine. Ja, weißt du, ja. Gesunde Fette. Richtig, das ist super gesund. Gute Kohlenhydrate. Eiweiß und aber Käse. Du brauchst dir da keine Sorgen zu machen, ne? Nee, ein Glück nicht. Hast einen guten Stoffwechsel? Ich weiß nicht warum, aber ja, ich nehme irgendwie nicht zu. Alle beschweren sich, dass ich zu dünn bin, aber... Wer beschwert sich? Meine Eltern. alle meine Freunde. Ja. Echt? Aber ich nehme nicht zu, es funktioniert nicht. Also, ich gebe mir wirklich Mühe. Du willst zunehmen? Nein, eigentlich nicht, aber... es ist schon grenzwertig. Ja, also ich finde, du hast einen schönen Körper. Danke, ich bin also auch happy damit. Auch wenn ich das so im Fernsehen sehe, denke ich immer, wow, die muss bestimmt den ganzen Tag im Gym sein. Nein, ist nicht so? Es sieht aus, als wäre ich voll trainiert. Ja, ich vor allem das auch so. Ich bin faule Sau, wirklich. Ehrlich? Ja. Das ist richtig gemein. Ich habe so Phasen, wo ich richtig motiviert bin und voll viel Sport mache. Die sind noch ganz schnell wieder vorbei. Aber Sixpack-Ansatz hast du? Ja. Oder hast du ein Sixpack? Nee, ich habe gerade gegessen, dann sieht man es immer nicht. Aber ja, ja, doch schon, so ja. Baby-Apps, ja. Ja, man sieht es. Aber ungewollt. Okay. Also gewollt, ungewollt. Ja. Ein Glück. Ja, ich bin immer neidisch auf diese Menschen. Ja, wirklich. Bist du auch schlank? Nee, ich habe jetzt 6, 7 Kilo zugenommen. Nee, sind wir aber nicht. Man warst ja so vorher. Ja, aber mein Gesicht war eigentlich schöner. Ja, ist egal, ist schon andere Themen. Keine Ahnung. Hä? Ist sie dir nicht wichtig? Hä? Was hat's damit zu tun? Muss man den nicht kennen? Ja. Nein, weil der wird mir noch gar nicht angezeigt. Hä? Warum? Habt ihr kein WhatsApp? Ich hab ihn nicht eingespeichert. Nein, Spaß. Ich schreibe über E-Mail. Also, weiß nicht, wie fühlt sich das für dich an? Gar nicht. Das ist eigentlich Ding ist, so wenn sie mir schreibt, dann kommt ja der Name, wie ich sie eingespeichert habe. Da dürfen wir wissen, wie? Ja. Wie ich sie eingespeichert habe? Ja. Psychotante. Er ist bei mir Quatschkopf. Aber mit einer Rose. Aber. Er hat bei mir ein feuriges Herz und einen Löwen. Okay. Wieso kommt sie auf Psychotante? Ehrlich ist er die Psychotante, nicht ich. Naja, ihr habt euch gefunden, ne? Ich glaube, beide sind, haben ihre Anteile. Was denkst du, womit du Denise am glücklichsten machen könntest? Könntest? Ja. Also die Frage ist schon so gestellt, ne? Was könntest du tun, um sie am allerglücklichsten zu machen? Der hatte mal Phasen, da gibt er mir voll viel, so richtig viel Aufmerksamkeit und so voll viel Liebe. So. Ich sag ja, diese Macho-Fassade, das ist nicht immer. Aber manchmal nimmt er die von draußen dann mit rein. So. Das finde ich mal doof. Wie von draußen? Ja, so mit seinen außen, Freunden. Nee, der will immer gerne so tough wirken. Der ist auch tough, aber der braucht nicht bei mir tough sein. Der kann euch mal nach außen zeigen, so. That's my girl und ich zeig das jetzt und es ist mir eigentlich auch egal. So, ne? Ich muss nicht tough wirken. So. Ich liebe die und ich strahle das auch aus. Und es wäre voll schön, wenn das noch mehr machen würde. So wie er legt den Arm um dich. Und ja, einfach noch so ein bisschen mehr. Ich mag, also, weißt du, ich will das haben, aber ich mag das nicht, wenn das dann jemand macht. Das macht gar keinen Sinn, ne? Aber so, ich brauche so ein gesundes Maß davon. Aber nur so, wir sind wirklich so beste Freunde und Partner in allem. Das muss man schon sagen. Aber noch ein bisschen mehr Partner könnte sein. Also so auch nach außen. Okay. Das wäre schön. Verstehe. Damit würde er mir eine richtig große Freude machen, das noch mehr so nach außen zu strahlen. Aber nicht zu viel. Ja, aber nicht zu viel. Das hört sich so ein bisschen an wie, hast du die Folge jetzt gesehen, wo Gina dem Felix, glaube ich, verklickert hat, was sie möchte? Sie möchte halt die ganze Zeit, eigentlich rennt sie Männern hinterher, die sie nicht zurück wollen. Ja. Und jetzt will sie einer und fokussiert sich voll auf sie und sie meint so, nein, nein, geh mal bitte auch mit anderen Frauen rumlecken. Ich finde das geil. Ja. Also, weißt du, ja, aber nicht so, du willst aber, es, aber ja, nicht zu viel. Ja, ja, ja. Okay. Du sollst nichts mit anderen. Nee. Nee, aber so ein, nochmal mehr so mehr diese Zuneigung zeigen. Also nicht, okay. Der zeigt mir das, aber ja. Das so mehr nach außen tragen. Okay, also ich logge ein, er soll mit anderen mehr rumlecken. Nein! Niemals. Er soll keine anderen angucken. Bisschen mehr Titanic ohne Untergehen. Ah, okay. Weißt verstehe, du? Ja. 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 Warte, das war ja auch. Dramatische Liebe. Bisschen mehr. Ah, dramatisch. Nein, nicht dramatisch, aber mehr so, ja. So, okay. Dass man es sieht. Ja, verstehe. Welche drei Eigenschaften? Warte, und mal Blumen schenken. Mehr Blumen. Ja, mal Blumen.
Ja, mal Blumen. Ja. Okay. Das wäre schön. Auch wenn er die am Straßenrand gepflückt hat, ist auch in Ordnung. Egal. Wenn er mir hier so einen Löwenzahn mitbringt, ist auch schön. Hauptsache, er hat dir irgendwas Lebendiges mitgebracht. Ja. Oder Totes. Ja. Ja, verstehe. Okay. Irgendwie sowas. Ist in Ordnung für mich. Boah. Blumen schenken. Ja. Ist schon mal ein Teil. Wie ein Teil? Sie hat zwei Sachen gesagt. Tatsächlich. Sie hat eine Bestellung aufgegeben. So. Das sind zwei Sachen. Ein Teil ist richtig. Guck mal, ich habe hier schon Blumen abgehakt. War schon mal richtig. Ja. Mhm. Ja. Was noch? Ich dachte, sie ist wunschlos glücklich eigentlich. Ehrlich? Ja. Wirklich? Ja. Du musst schon sagen, ne, was dir fehlt. Also. Du weißt das. Nein, kommst du noch drauf oder nicht? Ich komme da drauf. Willst du irgendwas raushauen? Noch eine Blume. Noch eine Blume? Ja. Zwei Blumen. Mm-mm. Sie meinte, bisschen mehr Partner nach außen. Was ist das denn? Sie meinte, bisschen mehr Titanic, aber ohne Sterben. Ach so, ja, okay. Weißt ja. du? Ja, ja. Weil sie meinte, ihr seid schon so richtig gute Buddies. Mit Bonnie und Clyde mäßig. Ne? Ja. Ja. Ein bisschen mehr Titanic, aber war trotzdem schön. Also nicht so Rücken an Rücken sitzen, sondern ja. auch mal... Bauch am Bauch. Bauch am Bauch. Genau. Ich habe sie gefragt, welche drei Eigenschaften, wenn sie jetzt so ein Formular irgendwo ausfüllen müsste, ne, für eine neue Dating-Show als Single oder so, was sie angeben würde, wenn man sie fragen würde, welche drei Eigenschaften sind dir an deinem Traumpartner am wichtigsten? Was glaubst du, welche drei Eigenschaften sind ihr am wichtigsten? Meinst du optisch oder charakterlich? Egal. Wie egal? Optisch ja. oder charakterlich? Es ist gemischt, also es ist nicht nur Eigenschaft. Ja, sagt doch jede Frau das Gleiche eigentlich. Was denn? Ehrlichkeit? Hm? Das sagt man immer, ne? Hm? Das sagt man wirklich immer. Ja, aber es ist auch wichtig. Ja, ist auch wirklich wichtig. Ja. Nee, Ehrlichkeit, ja. Humor ja. ist mir wirklich sehr wichtig. Das ja. sagt man gefühlt auch immer, aber es ist einfach so. Hm? Und, warte, wir nehmen nochmal irgendwie was Besondereres. Besonderer. ja, warte mal. Was Wichtiges, so ein Drei-Tage-Bad oder so. Ja, das ist sehr wichtig. ist noch wichtig, dass der... Das ist so ein Blackout-Moment, ne? Das ist wirklich so, ja. Man überlegt dann so, ne? Aber man will jetzt nicht so nur 08, das sind halt schon so 2 08 15 8 Antworten. Sonst? Oh doch, ich weiß was. Hm. Was mir auch wichtig ist, dass er auch, also klar, Menschen machen gern Sport und so und auch Männer, ne, achten da voll auf ihre Ernährung, war mir schon wichtig, dass er Pizza mag. Pizza? Ja, ich esse am liebsten Pizza. Wäre schon schön, wenn wir dann so zwei verschiedene bestellen können und dann können wir so teilen, weißt du? Ja. Und dann fühle ich mich nicht so schlecht. Okay. Das wäre schon schön. Welche dieser drei Eigenschaften hat er? Ja, der nicht alle drei, der mag auch Pizza. Alle drei? Ja, und ich darf immer Pizza auswählen, darf immer bestellen einfach und... ich esse den, der mag auch alles, was ich bestelle. Voll schön. Ja. Also optisch groß. Safe, groß eigentlich. Mit Bart, ohne Bart, ist Geschmackssache. Dann, ja, die Standardsachen, ne? Also sie meinte maximal. Ehrlich, liebevoll, sowas. Sie meinte maximal 1,80, kein Bart maximal. Und blond. Maximal 1,80. Ja. Also wenn sie sich das aussuchen könnte. Maximal 1,80. 1,70 ist auch okay. Nein, hat sie nicht gesagt. Es ging eher um die persönlichen Sachen. So, ne? Du hast gesagt Ehrlichkeit. Ja. Ja. Was würde dir charakterlich noch einfallen? Loyal. Kommt einher. Und humorvoll. Humorvoll? Ja. Das zweite. Satire. Und dann noch eine Sache, die nicht 0815 ist. Weil ihr war dann wichtig, dass ihr nicht nur so lame Sachen sagt, sondern sie wollte auch was Originelles sagen. Oh, ganz wichtig. Das kommt mit meinem WhatsApp-Status einher. Die Schuhgröße. Ja, was braucht sie da? Stabile 45. Brauchst du große Füße? Und wenn ja, warum? Nein. Nee, sie möchte gerne, dass ihr Mann Pizza isst. Pizza? Ja. Weil sie gern Pizza isst. Ja. Und sie meint, da bist du voller gute Partner. Ja, wer isst denn nicht gern Pizza?
Ja, gibt das immer Leute, mir ist das wichtig. Aber guck mal, er hat 2 von 3. Ja, das ist gut. Schon mal gut. Ich sehe eine blumige Zukunft. Blumig. Blumen sind ja wirklich wichtig. Ja. Kaufen wir mal Blumen. Ja. Ja. Noch ein Blumentopf. Noch ein Blumentopf. Sie hat doch Blumen jetzt. Das ganze Leben. Ja, wir haben so. Meine Eltern. Jetzt kommt die spannendste Frage für mich. Und auch für Chanel? Nein. Dior? Direx? Rolex. Sorry. Ja. Wie heißen meine Hunde? Hier, der eine griechische. Du sagst dir immer so Spitznamen. Also Zeus war, der war eine war Zeus und ist jetzt Agnes. Agnes. Also jetzt habe ich ganz schlechtes Gewissen, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Der eine heißt Adonis. Adonis. Agnes. Adonis. Und der andere war Zeus und ist Charlie. Ach, Charlie. Ja, was wäre für Denise der harmloseste Trennungsgrund? Der harmloseste Trennungsgrund? Oh, ein harmloser Grund ist doch kein Trennungsgrund. Ja, aber so, wenn man jetzt so, manchmal ist man ja so im Ego und man ist. Wie ist die Frage gemeint? Von mir aus? Dass nee, von ich, ihr aus. Ach so, dass sie Schluss macht ja. Und das quasi, was für mich eigentlich der harmloseste wäre. Nee, sondern wenn sie sich jetzt entscheiden würde, mit dir Schluss zu machen, ja. Welches wäre so der harmloseste Trennungsgrund? So zum Beispiel, du hast in der Öffentlichkeit deine Nase gepopelt. Für mich? Nein, für sie. Ja, aber wenn es für sie harmlos ist, dann. Ist es ja kein Grund, sich zu trennen. Ja. Das ist weniger schlimmer. Doch, aber es gibt doch so Momente, wo du so sagst, oh, ich war so sauer auf ihn, ich habe mich von ihm trennen wollen und einen Tag später denkst du so, ey, es war voll harmlos, ich war nicht ich selbst. Ja. Also so, der Schlimmste wäre wahrscheinlich, wenn du hier fremd gehst. Ja. So, aber der harmloseste. Der harmloseste? Mhm. Was für eine verrückte Frage. Was sind die ausgegangen? Der harmloseste Trennungsgrund? Ja. Keine Ahnung, der harmloseste. Für, wenn ich mich, dass ich mich trenne. Ja. Der harmlose. Das ist voll schwer. Das hier, ist so umgekehrt. Ja, du musst so um die Ecke denken, ne? Der harmloseste, was dann am wenigsten schlimm, keine Ahnung. Kein harmloses wäre so sowas wie. Mayonnaise aus dem Kühlschrank genommen und nicht wieder reingestellt. Okay. So. Das ist voll harmlos. Aber ja, das ist halt voll scheiße. Das ist wirklich harmlos, ja. Ja, schön, voll dann. Ja. So, ja, die gute Mayo. Nee, ja. Da musst du auf einen Langstreckenflug oder so mit Salmonellen oder so. Stell mal vor. Und das geht Mayo. Nicht. Und dann können wir die nicht mehr essen. Und Mayo ist einfach lecker. Wenn ich zu viel mit den Jungs gezockt hätte oder so. Zu viel. PlayStation und zu wenig Aufmerksamkeit. Ja. Das wäre das Harmloseste? Ja. Das wäre nicht harmlos. Das wäre der Gipfel. Das wäre voll schlimm. Ja. Das geht gar nicht. Nee. Wenn ich, keine Ahnung, meine Haargummis durchgeschnitten hätte. Machst du das? Klar. Um sie zu ärgern? Nee, es wäre, dass du die Mayonnaise rausgestellt hast und nicht wieder reingetan hast in den Kühlschrank. So, ja. Meine Mayonnaise würde ist verdächtig. Mach das so, nicht. Stell dir vor, ich krieg dann Salmonellen oder wir können die Mayo nicht mehr verwenden. Und dann so langen Streckenflug, weißt ja, du? Ja, das wäre voll ärgerlich. Ja. Was denkst du, was Lorik am meisten an dir mag? Ich habe ihn gefragt, er hat 3 Dinge gesagt. Meinst du Eigenschaft oder was meinst du? Ja. Dass sie so verpeilt ist. Verpeilt? Ja. Dass sie jeden Spaß eigentlich mitmacht. Aha. Und dass sie sehr einfach gestrickt ist. Also ist nicht anstrengend, so, keine Ahnung, auch wenn man verreist oder so. Also man kann sehr schnell Kompromisse finden mit ihr. Ja. So. Okay. Man findet schnell einen Nenner. So. Okay. Und verpeilt, bist du auch verpeilt? Kommt drauf an, worum es geht. So. Wenn es um eine Sache geht, wo ich mich wirklich konzentrieren muss und so, dann bin ich auch konzentriert und voll dabei, aber dann gibt es halt Sachen, keine Ahnung, würde ich die Schuhe zu Hause vergessen und barfuß rauslaufen. Da gibt es auch so Tage, ne? Okay. Also du bist so und so. Ja. Aber ist sie verpeilter als du? Würde ich behaupten. Würdest du behaupten, und es nervt dich nicht, dass sie verpeilt ist, sondern du findest es sogar gut? Nö, so hat man was zu lachen auch. Ja, okay, vielleicht. Geil. Der mal. Oh, der sagt immer so einen Scheiß. Der sagt so meine Ellenbogen. Und so ein Quatsch sagt der immer. Okay.
Nee, aber ich glaube, du magst, glaube ich, meine... Was macht er denn an mir? Optisch oder charakterlich? Es ist jetzt charakterlich. Charakterlich? Meine freundliche Art? Deine freundliche Art? Das ist richtig? Nein. Nein. dann mag der meine Ehrlichkeit? Nee. Ja, doch. Hä? Charakterlich? Sind das so normale Sachen? Ja. Mein Humor? Nein. Auch nicht. Hä? Um ehrlich zu sein, nicht. Nee. Mm-mm. Leider nein. Dumme Leid. Einen Versuch hast du noch. So charakterlich auch Sachen, die ich so mache. Der mag das, der mag mein Essen. Dein Essen? Ja, der mag das, was ich koche. Ja. Nee, ich würde sagen, 0 Punkte an der Stelle. Oh, der mag das. Der mag das, dass du nicht so weißt, wo vorne und hinten ist. Also, dass du verpeilt bist. Dann mag der, dass du für alles zu haben bist. Also so, ja. Ne? Ja. So. Und dann mag er auch, dass du so einfach gestrickt bist. Ach, hat er das so gesagt? Ja. Das ist so süß. Ist das schön? Ja, ja. Das stimmt halt auch. Ja, ne? Ja, guck mal. Ich hab zu anders gedacht. Mhm. Was denkst du, für wie eifersüchtig hält er dich auf einer Skala von 1 bis 10? Boah. Ich würde sie als Menschen einschätzen, der eigentlich nicht eifersüchtig ist. Auch von den Erzählungen, was sie mir halt erzählt hat von früher und wie ihre Freunde sie einschätzen. Aber bei mir habe ich das Gefühl, 10. 10? Ja. Und wie gefällt dir das? Was heißt, wie gefällt mir das? Also ich finde es nicht richtig geil, dass ich mich jetzt voll drauf abgehe, aber ist halt auch nicht so, dass ich sage, boah, es stört mich brutal. Ist ja halt nicht so, 10 klingt jetzt so, halt so krankhaft eifersüchtig. Hast du das so gemeint? Das ist eigentlich noch gesund so, aber sie ist halt eifersüchtig. Wenn ich zum Ankreuzen eine Frage habe, ob ja oder nein, dann würde ich auf jeden Fall ja beantworten. Okay. 12. 12? Nee, ich würde sagen, der hat bestimmt gesagt, so eine stabile 7 oder 8 oder so. Ja, nee, ich glaube, dein erster Gedanke war schon besser. 12, gell? 10. Er hat 10 gesagt, ja. Hat er schon gesagt. Hat er recht? Kommt drauf an. Ja? Ich sag gesunde 10. Hä? Ich sag gesunde 10. Ja, gesunde 10. Stabile 10. Aber du hast ja gesagt, nur bei ihm. Bei allen anderen warst du es nicht. Nee, ich war nicht eifersüchtig. Bei ihm bin ich echt eifersüchtig. Ja. Ob das jetzt für ihn spricht oder dagegen, weiß ich nicht. Gegen was ist er allergisch? Allergien? Hm. Ich hab keine Allergien. Und so im Leben, wenn man das jetzt so sprichwörtlich nehmen würde, gegen was bist du allergisch? Boah, gute Frage. Gegen Rumzickerei? Mhm. Kann man das so sagen? Rumgezicke. Ja. Rumzickerei. Rumzickerei, ich weiß es auch nicht. Wir sind beide nicht. Rumgezicke. Ja. Rumgezicke. So. Auch wenn man halt so aus einer Fliege einen Elefanten machen. So. Ja, das, die da, Eigenschaft ist. Die Eigenschaft hat sie aber nicht, oder? Nee. Nee? Nee, also vielleicht einmal in der Stunde vielleicht. Nee, einmal in der Woche oder so ist halt so eine Sache. Oder einmal in einem Monat, keine Ahnung. Hat halt jeder irgendwann, wo du denkst, ey. Okay. Warum redet man darüber? Das ist doch eigentlich so eine Sache, was eigentlich unnötig ist. Okay, verstehe. Also gesundheitlich allergisch? Oder reagiert er allergisch? Beides, interessant. Deswegen gar nichts allergisch. Deswegen nichts allergisch. Also so körperlich nicht, ne? Nee. Keine Latexallergie oder irgend sowas? Nee, also nicht. Und gegen was ist das so im Leben allergisch? Lügen? Lügen? Hat er nicht gesagt. Das findet er nicht so schlimm. Der mag es nicht, wenn Leute keinen Humor haben. Aha. Ja. Nö, das ist ihm auch nicht so wichtig. Hä? Was hast du denn für Sachen gesagt? Ich sage es dir. Er mag Tattoos nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, er mag Rumgezicke nicht. Ach, Rumgezicke. Rumgezicke. Findest du dich gut zicke? Nee, manchmal. Nur sonntags. Nur an so einem Feiertag. Nee, ich bin nicht zickig, oder? Nee, geht. Wir gehen zu einem nächsten Thema rüber. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Da war er wirklich sehr, sehr glücklich. Und zwar habe ich ihn gefragt, wie er sich seine Traumhochzeit vorstellt. Boah, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Nee? Nee. Wie du so im weißen Kleid reinkommst. Ich im weißen Kleid? Nee, hast du dir nie Gedanken drüber gemacht? Nicht wirklich, nee. Und wenn du es jetzt müsstest, angenommen,
hier, ihr wollt heiraten, übermorgen ist die Hochzeit. Was glaubst du so spontan? Wie müsste sie sein? Boah, Hochzeit ist ehrlich gesagt in meinem Kopf noch so weit entfernt, dass ich darüber noch gar keine Vorstellung habe. Aber ich muss darauf hier eine Antwort geben. Deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall will ich in meinem Heimatland heiraten. Mhm. Wo kommst du eigentlich genau her? Kosovo, Pristina. Aha. Und eine größere Vorstellung darüber habe ich jetzt eigentlich nicht. Aber viele Leute, wenige Leute? Viele. So wie es üblich ist, ja. Ne? So, okay. Ja. Mhm. Familie, Cousins, die Cousins von den Cousins, den sein Cousin. Ja, yeah. Einmal alle. Okay. Da hat er nämlich schon ganz genaue Vorstellung. Ja, in Kosovo. Ja. Mit mir. Oh, das ist schon mal gut, wenn du dabei bist. Mit seiner Familie, Freunden und so richtig traditionell. Ja. Ja. 10 von 10, also richtig groß. Wie viel Kilo wiegt er? 91. Oha. Aber du bist auch groß, ne? Ja, ich bin 1,92 groß. Boah, ja. Okay. Weiß sie das? Wie groß ich bin? Wie viel du wiegst? Nee, glaube ich nicht. Nee? Was waren es jetzt nochmal? 190? Was? Wie viel wiegst du? 100? Nee. 92, ne? 91. Okay. Ich finde das interessant. Also es würde mich echt interessieren, ob sie das weiß. Boah, der sagt immer, der wiegt irgendwas über 90. Aber der hat abgenommen. Der wiegt, glaube ich, 85 oder so. Mhm. Ja. Nee, der hat wahrscheinlich nur einen Charakter abgenommen. Im Körper nicht. Nee, 91. 91, ja. Habe ich gesagt. Und bei dir hat er geschätzt 65. Ist das richtig? Nein. Hast du das gesagt? Klar. Du weißt, was ich wiege. Nein, weißt du wirklich. Sag mal. 51. 50, ja. Ja. Wie lautet denn sein aktueller WhatsApp-Name? Dieses typische... Also, Name? Ja, also sein WhatsApp-Status. Ach so. Der Status ist dieses... Blablabla, available... Available. Dieses, was der Standard ist von WhatsApp. I'm using WhatsApp oder so. Really? Ja. Ich habe gerade gesehen, L-O. Lo, oh? Oder ist das gar nicht dein Status? Lo ist der Name. Ach, das ist gar nicht der Status? Das ist dann der Name. Oh, scheiße, guck mal, ich kenne mich gar nicht damit aus. Geht auch nicht. Dann hast du gar keinen Status. Ja, das ist dieses, das kein Status ist ja, wenn da steht so, okay, das ist sehr originell auf jeden Fall. Ich bin ja der E-Mail-Typ, habe ich ja gesagt. Ich bin fertig. Das war's? Ja. Habe ich jetzt verstanden? Wir haben gar nichts weiter besprochen, ne? Das hat irgendwie Spaß gemacht. Also ich glaube, ihr habt so 70%. Wer hat mehr richtig gehabt? Du. Echt? Weiß ich nicht. Ihr habt es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ich würde sagen, das hält jetzt erstmal die nächsten Wochen aus. Meinst ja. Du? Also, danke schön für eure Ehrlichkeit. Hält noch das Wochenende, ne? Hält noch das Wochenende. Das war ein erfolgreicher Beziehungstest. Falls du auch einen Beziehungstest haben möchtest, geh auf www.schnuffelhase.de und melde dich an. Mit deinen Partnern. Was? Hast du wirklich deine Adresse? Nein.